Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Video beim Café Racer 69. Wir haben heute Besuch da aus der Schweiz. Der Arndt ist da und Micha und Arndt werden euch gleich mal ein cooles Projekt vorstellen. Vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank. Schön mal wieder, dass die Scuderia in der Haus ist. Wir aber immer gerne rein. Aber es ist ja auch irgendwie ein bisschen mit deinem Projekt, was auf deinem Mist gewachsen ist, weil ausschlaggebend dafür war die Staffel mit der British Classic. Das war der genau. Des Ganzen, ja. Ganz genau. Also von daher bist du schon schuld. Aber das reicht jetzt auch hinter die Kamera. So. Dann begrüße ich mal ganz herzlich hier bei uns den Arndt mit aus der Schweiz. Dir haben wir dieses Projekt zu verdanken. Vielen Dank dafür. Ausschlaggebend war ja, wie gesagt, eingangs erwähnt, eigentlich ein anderes. British Classic, aber wir haben auch ein Classic-Projekt hier zusammen gehabt. Ursprungsgedanke war ja oder ist in dem Fall Riva, weil, warum eigentlich? Weil ich das maritime Thema immer geliebt habe. Mhm. Fand Riva und finde Riva trashig. Ikone, ja, ne? Die Ikone schlechthin. Fand diese hölzernen Boote, diese Mahagoni-Boote fantastisch. Maritim wirklich toll, hatte ich auch schon lange mal geplant. Als wir die dann gekauft haben, an der Stelle hake ich nochmal ein. Man sieht es an dem Fahrzeug, zumindest an der Front. Hier stimmt was nicht. Dieses Standlicht ist relativ. Das ist nicht HPE-lastig, die ganze Nase nicht. Das ist eine. 250er. Das ist schon abgefahren, eine 250er. Aus welchem Jahr, Baujahr? Ich glaube 2012. 2012? Sicher? Ja. Ja, okay. Auf alle Fälle ist die locker mal 10 Jahre alt. Ja. Und jetzt kommt gleich die Kamera auf den Kilometerstand. Die Kiste hat jetzt 200 Kilometer runter. Originale Kilometer. Originale 200 ja. Kilometer, nachweislich original, ja. Hm? Genau, als sie hier ankam, hatte sie original 100 Kilometer runter. Die stand 9 Jahre lang in einer Garage in Belgien. Wahnsinn, in Belgien stand sie? In Belgien. Ah, okay. Und habe die dann gekauft von jemandem, der sie aus Belgien geholt hat, nach Kerpen. Habe mit dem telefoniert, die war perfekt. Hat gesagt, wirklich, die läuft, ist angesprungen. Und habe gesagt, okay, kaufen, Transport organisiert und direkt nach Berlin schicken. Wahnsinn. Das war im Prinzip der Hintergrund. Und dann mussten wir uns halt überlegen, was machen wir damit? Dann haben wir dieses maritime Thema genommen, hab ein bisschen versucht, eine kleine Präsentation zu machen, die Dinge da rein zu montieren, hab euch die Bilder geschickt von der Riva Aquariva. Dunkler Rumpf, weiße Wasserlinie, fantastische Holzarbeiten und super Lederarbeiten. Aquariva kostet dann 600.000 Euro und dann haben wir halt diese... Genau. Dann haben wir diese Grundgedanken genommen, haben gesagt, okay, wie können wir das machen? Und da war eine der wesentlichen Fragen war die Farbe, dieses dunkle Blau. Und dann haben wir entschieden, wir nehmen Daimler-Benz Midnight Blue 905. Ja. Und ich habe sie ja heute zum ersten Mal gesehen, live. Stimmt. Du kennst sie nur von Fotos bisher. Ich kenne die nur von Fotos und Foto, Blauton, kann gut sein, kann nicht gut sein, ist perfekt. Das fand ich auch das Faszinierende. Eine eigentlich 10 Jahre, also normalerweise ein Fahrzeug, wo man sagt, okay, das muss jetzt mal restauriert werden. Ja. Wenn man es so doch teuer umbaut, also das ist ja sehr hochwertig, was du dir hier ausgesucht hast, nicht nur die Farben und so weiter, sondern wir haben auch mit Echtholz arbeiten können an der Stelle. Ganz toll. Und ja, würde ich sagen, stell mir dein Fahrzeug doch mal vor. Was vornherein klar war, es sollte ein klassisches Gerät werden, nicht zu sportlich, nicht zu modern, also eher was auch, du hast dich ja für die British Classic entschieden. Folglich haben wir da viele Dinge auch übernommen aus der British Classic, sie nur in einen anderen Kontext gesetzt, in einen maritimen Kontext halt. So haben wir eben auch aus der British Classic, da hatten wir auch erstmalig, hatte Marc die Idee an der Stelle tatsächlich, den Innenbereich hier Hochglanz zu verdichten. Das sind ja die 946-Felgen der ersten Generation. Ne? Also die ist eine einteilige Felge, aber mit dem aufgeschraubten Felgenkranz eigentlich, der normal grau ist, der ist halt hier poliert, was sehr aufwendig ist hier, gerade mit den kleinen Teilen, mit den kleinen Lücken, die man hier so hat. Aber es gibt einen schönen Scheibenrad-Effekt, wie ich finde. Und was wir noch hatten, wir wollten durch das Maritime ein bisschen Weiß halt schon auch mit reinbringen. Weil Blau-Weiß ja auch, war ja deine Vorgabe. Und wie ihr wisst, Weißwandreifen finden wir zwar optisch sehr, sehr schön,
aber die einzigen, die es noch am Markt gibt, zumindest neu zu kaufen, sind alles andere als empfehlenswert, ja? Wenn man zumindest öfter als einmal sonntags bei 20 Grad fahren will. Lass die Finger von diesen Weißwandreifen, ganz klar. Es gibt nur einen Hersteller, brauche ich gar nicht zu erwähnen. Wenn ihr noch Sava bekommt oder Schwalbe, alte Weißwand, kauft sie von den anderen, die es am Markt gibt, Finger weg. Was man hier hat, oder ihr fahrt nur sonntags, dann geht das. Was man hier probiert, oder wir haben das probiert, ein bisschen auszuheben, in dem Fall war das Carolas Idee auch, wir lackieren die Felgen weiß und versuchen diesen Effekt so rauszuholen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Es ist zwar kein Weißwand, ne, das ist klar, aber eben um das Thema Weiß ein bisschen mit reinzubringen in die ganze Geschichte. Nicht übertrieben haben wir bei dem ganzen. Guck, passt ja dann auch fast hier genau. Zu der Wasserlinie. Genau, zu der Wasserlinie. Standard-Bremsscheibe. Wir haben aber auch bessere Bremsen, vorne wie hinten. Wir haben hier die Spiegel, also die Porco Nero Bremssättel verbaut, die wirklich knackig sind wie Brembo etc. Haben wir ein Öldruckfahrwerk auch wieder verbaut, damit das Ganze auch vernünftig ist. Also es soll ja jetzt, macht ja wenig Sinn, sich ein so aufwendiges und teures Fahrzeug zu bauen oder auch Boot. Man würde ja keine Riva bauen und dann fragen bei Autotipps, ob es irgendwo billige Zündkerzen gibt. Also ja, absolut. Klar, der Lack, wir haben viel Rhizoma-Anbauteile dran. Also das ist auch hier in dem Fall alles mal nicht so schwarz. Vielleicht eine Besonderheit, die wir jetzt schon ein paar Mal auch gemacht haben, ist die Seitenleisten mit zu lackieren in Fahrzeugfarbe, sodass hier gar kein Kontrast bzw. gar keine Kante mehr entsteht, sondern eins, was auch ein bisschen mehr, finde ich, nicht grundsätzlich bei jedem Projekt, aber bei vielen Projekten eben dieses Ältere ein bisschen mit unterstreicht einfach, ja, weil nochmal, das ist ja immer noch dieselbe Metallkarosserie wie 1946 oder 47, also der Grundgedanke, selbsttragende Metallkarosserie. Wir haben nur Kunststoffanbauteile, ja, das ist eben der Unterschied, das ist immer noch ein Metallroller, aber das wisst ihr ja, ihr fahrt ja so ein Ding, nur für die, die es nicht wissen und immer behaupten, das sei ein Plastikroller. Aber eben diese Kante, die normal silber ist, die viele auf schwarz ummünzen, hier in Fahrzeugfarbe mitlackiert, eigentlich ganz hübsch. Gehen wir zu den Kleinigkeiten, weil Kleinigkeiten ist gut, auch eine Sitzbank, wieder South Garage, feinstes Leder aus Mailand, in dem Fall auch wieder aus dem Hause Campomaggi, das Leder und wie gesagt Milano, passend so ein bisschen, wir wollten keine weiße Sitzbank nehmen in dem Fall, obwohl der Kunde damit erst den Gedanken hatte. Wir haben uns entschieden, es doch nicht zu tun, weil wir glauben, dass eine weiße Sitzbank hier zu aufdringlich gewesen wäre und auch sehr, sehr pflegeintensiv. Vor allem, da sieht nur dann schön aus, wenn sie wirklich weiß ist. Ja? Und das ist bei einem Straßenfahrzeug, glaube ich, schwieriger als bei einem Wasserfahrzeug so zu halten. Deswegen haben wir uns für die Farbe entschieden, die dann ein bisschen auch zu den Holzsachen passen soll. Und das ist, glaube ich, die größte Besonderheit an dem Fahrzeug. Hier haben wir also einen Tischler wirklich beauftragt oder einen Holzdesigner wirklich beauftragt, Yuma Design. Und zwar mit den Holzgriffen. Das ist mit einer Drehbank noch nicht so das große, die große Hürde. Da auch sehr hübsch diese Kleinigkeiten hier, diese Abschlüsse, die er dort gezaubert hat. Oder auch hier sehr schön am Gepäckträger. Wirklich ganz toll, diese kleinen Holzgeschichten, was einfach nur dieses maritime Thema unterstreichen soll, in dem Fall ein bisschen eben in diese Richtung Riva gehen soll. Wobei schönes Sportboot, würde ich, passt auch. Ja? Die Nase aus Holz und das Highlight aus meiner Sicht tatsächlich, was ich wirklich ganz, ganz, ganz großartig gelungen finde, ist das Holzdeck, was wirklich, also das ist echt Holz mit Bootslack, auch alles Holz hier mit Bootslack, also es ist auch außentauglich und das ist wirklich unter Wasserdampf und so hier reingebogen und verklebt, wirklich tatsächlich, das ist optisch, finde ich, tatsächlich ein echtes Highlight mal. Ja? Haben Marc und ich eben besprochen, wären diese beiden Holzverkleidungen nicht da, sehe sie ganz normal aus. Aber allein dadurch wirkt das einfach von vorne. Da bin ich bei dir. Das ist auch mein persönliches Highlight. Weil weniger ist mehr, ganz häufig. Und ich finde es deutlich schöner, wenn man an einem Fahrzeug über die Zeit immer wieder Dinge entdecken kann. Ja. Wenn das Ding vorm Eiscafé steht und du guckst es dir an oder jemand anders und ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, das ja auch noch. Das ist viel schöner, wenn man erst. Ich wurde auch auf der Probefahrt öfter. Oh, wo gibt's denn die? Kann man die kaufen? Ja, die kann man bei uns bestellen. Aber exakt so würde sie dann auch nicht nochmal werden, weil das haben wir auch schon. Wir bauen gerne Projekte nach, kein Problem. Werden dann aber doch irgendwie leicht abgewandelt, dass es nicht, wenn die Kunden sich mal, was in dem Fall wahrscheinlich nicht passieren wird, dass sie sich begegnen, wobei könnt ihr auch aus der Schweiz kommen, wenn sie sich begegnen, dann sind es vielleicht, die gehören zusammen, aber es sind nicht die gleichen.
Das ist wichtig. Und ich hoffe, das ist uns gelungen. Also, da es eh die erste in der Richtung ist, bist du ja sowieso der Master auf. Ja, also, ist sicherlich ein Unikat, keine Frage. Und ein Hingucker. Das freut mich. Wichtig ist, dass es dir gefällt. Am Ende ist es das, das Wichtigste. Mir ist auch wichtig, dass es uns gefällt. Und mir muss es auch gefallen, weil sonst habe ich keinen Spaß am Bauen. Das ist völlig normal, dass gegen jedem Künstler vielleicht auch so, also ich will uns nicht als Künstler hier abtun, aber wenn man sowas sich ausdenkt, dann muss es Spaß machen auch, dann wird es noch schöner einfach. Aber dir muss es am Ende natürlich am allermeisten gefallen, ganz klar. Tut es. Ich bin extrem glücklich. Weißt du, ein bisschen Technik neu machen kann jeder, aber hier haben wir einen Grad an Individualisierung, der ist einfach perfekt und ist einfach super schön geworden. Was will man mehr? Ja, und ob das dann der 250er ist, der 300er, whatever, doesn't matter. Völlig egal. Nein, völlig egal. Die fahren alle toll. Und an der Stelle finde ich wirklich abgefahren, dass es eine ältere 250er ist. Das ist schon wirklich toll. Also mit so einem Kilometerstand und alles. Das ist schon was auch Außergewöhnliches. Genau. Das finde ich wirklich normal. Ich bin auch am Anfang, ich schicke euch eine 250er. Da bin ich immer so, die ist aber schon alt. Immer ein bisschen skeptisch. Aber als das Schmuckstück hier ankam, dachte ich, wow, das ist ja Wahnsinn. Ja. Vielen Dank für das Projekt. Also ich danke für diese fantastische Umsetzung. Danke, also uns hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Siehst, ich kann auch die Finger nicht so richtig davon lassen. Es hat auch eine gewisse Haptik, die wirklich genau. Spaß macht. Wirklich, die der Hand schmeichelt. Also das ist schon was sehr, sehr Schönes. Deswegen danke für dieses Projekt. Und wenn ihr sowas braucht, dann schreibt uns an. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Aber natürlich gefällt es euch, gar keine Frage. Also Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Auch nochmal vielen lieben Dank an dich. Ohne dein British Classic Projekt hätten wir uns nicht kennengelernt. Wir hätten dieses Projekt nicht gemacht. Vielen lieben Dank. Danke. Schönes Wochenende. Ciao. Viele maritime Stunden. Ciao. Ey, ragazzi.